So, erstmal ein kräftiges Hallo zu den 2TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, die gerade hier zuschauen. Ich habe hier Norman Lange neben mir. Es ist mir eine besondere Ehre, mit dir mal wieder zu sprechen. Ist schon wieder, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, dass wir miteinander geredet haben. Ja, du bist der einzige Künstler heute Abend, mein lieber Norman, der mit uns ein Interview macht vor seinem Auftritt. Wie fühlst du dich gerade? Ich fühle mich sehr gut, weil nach dem Auftritt ist es meistens so, dass ich ein Sauerstoffzelt brauche und erstmal eine Stunde auf zwei keine Interviews mit mir geführt werden können, weil ich tanze ja neuerdings auch mit meinen 4 Tänzerinnen mit und das verlangt natürlich einen völlig ab. Das heißt, ich bin nass geschwitzt, die Haare sind platt, ich bin durchnässt, ja, und atmen um zu reden kann ich dann auch nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, vorher ist perfekt. Also die Frage, ob du nervös vor einem Auftritt bist, hat sich, glaube ich, erübrigt, oder? Nee, absolut nicht. Ich bin vor jedem Auftritt sehr aufgeregt, ja. Ich habe das Gefühl, es wird Jahr für Jahr schlimmer, wie es manchmal, je nachdem, wo ich auftrete, richtig schlecht vorm Auftritt. Aber da muss man halt durch und ich denke, das ist auch gut so, dass es so ist. Wäre es andersrum, ich glaube, dann könnte man das falsch interpretieren und denken, den Langen ist doch sowieso alles scheißegal, aber das ist es, Gott weiß nicht. Also hier in der Partyhochburg Nordrhein-Westfalens, hier bei uns in Oberhausen, kann ich nur sagen, also du hast ein sehr tolles und dankbares Publikum und du wirst mir mit Sicherheit gleich recht geben, wenn du deinen Auftritt hinter dir hast. Norman, wir kennen dich, ich will es nicht immer wieder aufwühlen, aber ich muss es einfach, wir kennen dich nicht nur durch Deutschland sucht den Superstar. Vor kurzem habe ich dich im Fernsehen gesehen, da warst du auf einem Schiff unterwegs und hast deinen Fans überhaupt nicht Bescheid gesagt, dass sie sich mal eine Karte kaufen können, um vielleicht mit dir zusammen zu schwimmen, ich meine, über den Ozean zu tuckern. Ja, das war der Luxemburger Dampfer, MSR Davina, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, das war ja letztes Jahr schon und das war auch eine ganz spontane Aktion, aber es war ein ganz tolles Publikum. Die Luxemburger sind ja so ein bisschen reservierter und verhaltener, aber man muss sagen, feiern können sie. Wenn sie einmal warm sind, dann geht's richtig ab. Aber wir waren schon im Gespräch, eventuell noch eine Tour zu machen, eventuell im Jahr auf 2, aber da werde ich natürlich alle Leute auf dem Laufenden halten, via Facebook, ne, einfach unter Norman Langen oder www.norm-lang.de, da steht sowas dann auch immer drauf. Wie sehr bist du purem Gold dankbar? Purem Gold, das ist natürlich mein Baby. Ich meine, das war das erste Lied, was mich quasi mit einem Videoclip draußen supportet hat nach DSDS. Ja? Und das war das erste Lied, was wirklich professionell produziert wurde, was mir geschrieben wurde. Und das werde ich, glaube ich, in 20 Jahren noch singen, ist klar. Wer ist dein großes Idol? Großes Idol ist natürlich immer noch Jürgen Drews. Ich meine, der wird jetzt bald 70 Jahre alt, ist jetzt erstmal 69 geworden, ist seinen Fans immer noch treu, macht tolle Musik, ist sportlich und fit und ja, wenn man das mit 70 noch ist, ich glaube, dann hat man alles erreicht. Also jeder kennt Jürgen Drews, auch wir hier von die 2TV. Jürgen Drews ist eine absolute Stimmungskanone, der Mann ist unschlagbar. Ich glaube, so einen wie ihn wird es nicht wieder geben. Und ich denke, wenn du weiterhin so... dich weiterhin so draußen, ich hätte ja fast verkauft gesagt, du bist, glaube ich, so wie du bist ein sehr authentischer, dann habe ich auch bei dir gar keine Probleme, dass du genauso vielleicht den gleichen Ruf, nur eben halt auf der Langschen Art genießen darfst, Norman Lange. Ja, das kann eventuell sein. Verstellen tue ich mich nicht. Ich bin, wie ich bin. Das ist natürlich auch so eine Sache, die Jürgen mir mit auf den Weg gegeben hat. Weil wenn man sich verändert oder verstellt, irgendwann merken es die Leute draußen und deswegen mache ich es gar nicht. Und wer schon, und da kommt leider wieder DSDS mit ins Spiel, wer bei DSDS teilgenommen hat, der weiß ganz genau, da wird so viel von einem gefilmt, da kann man sich gar nicht verstellen. Ist es denn so, dass diese DSDS-Geschichten mit den Kameras gestellt sind oder sind es tatsächlich pure Zufall, was da so aufgenommen wird? Das ist natürlich sehr viel Zufall, was da aufgenommen wird. Natürlich werden auch einige Sachen so ein bisschen fingiert. Ne? Also wenn es jetzt da irgendwas, wenn jetzt irgendwas Tolles passiert, dann wird natürlich gesagt, so jetzt freut euch nochmal so richtig einen ab, ja, also völlig übertrieben oder lauf nochmal 2-3 Mal durch die Tür, weil das sah ein bisschen komisch aus. Das sind so Sachen, die sind da völlig normal beim Fernsehen. Aber es ist halt auch eine super gute Schule. Man ist da halt wirklich monatelang unter Beobachtung. Man hat regelmäßig Fernsehpräsenz und da lernt man natürlich ganz schnell, was man erzählen kann, was man aber auch besser lassen sollte, weil es unter Umständen falsch, in den falschen Hals kommen könnte. Was werden wir heute bei Best of Pop Schlager 2013 auf jeden Fall für einen Song von dir hören? Auf jeden Fall werde ich natürlich direkt anfangen mit einem tollen Intro und Pures Gold, weil das ist natürlich meine Platte. Einer von Millionen ist mit dabei und ich habe in dem ganzen Programm nur 2 Coversongs und einer davon ist natürlich Ich baue dir ein Schloss von Jürgen. Ich habe es mit ihm im Duett aufgenommen und ja, es war das Lied, was mich quasi 2011 in die Top 10 gelassen hat. Also ich kann nur eins sagen, er ist sympathisch. Ich merke diese Aura, die er gerade um sich herum strahlt. Er strahlt über beide Wangen und es ist schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche dir gleich einen ganz, ganz tollen Auftritt, dass deine Nervosität ein bisschen jetzt vielleicht runtergeht, aber gleich
du wirst es sehen, ich verspreche dir, nach dem Auftritt wirst du sehen, die Oberhausener sind richtig klasse. Ich wünsche dir gleich viel Spaß bei deinem Auftritt und danke dir für dieses Interview. Sehr gerne und ich danke auch und wünsche viel alles Gute nach außen. Die 2 TV mit Norman Langen und Adi Lippert. Ciao. Du bist mein Feuer in der Eiszeit, bist wie pures Dynamit. Bist mein Wasser in der Wüste, hey, ich bin in dich verliebt. Du bist mein Feuer in der Eiszeit, bist wie pures Dynamit.